gib mir was zu essen. Hupft du ihn auf dem Ranchhausdach? Ihr verhungert! Ich mache euch den besten Dünger in der Geschichte der Nussheit. Aha, Wachstumspillen. Nussdreck. Aha. Ich hoffe, das gibt dir wieder frischen Schwung, altes Haus. Na, da küsst mich doch die Klapperschlange. Das hier ist die größte Eichel, die ich je gesehen habe. Die sind alle so riesig. Am besten lege ich mir gleich Vorräte an. Was die Lagerung angeht, muss ich mir noch was überlegen. Wow, das würde Patrick schmecken. Was denn? Diese Eichelnussbutter ist zum Essen da. Weiß ich doch. Aua. 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 Wollt ihr nicht jeder ein Gläschen mitnehmen? Gerne. Kannst du mir noch was davon geben? Es ist schwierig, das von der Seite von mir zu essen. Ja, aber natürlich. Hier hast du den ganzen Rest. Danke, Sandy. Gut, jetzt ist wieder alles so wie vorher. Was zum wilden Wüstenfuchs? Wir lieben Eichelnussbutter. Wir lieben Eichelnussbutter. Wir lieben Eichelnussbutter. Hi, Sandy. Patrick, was soll denn das hier? Ich möchte noch mehr Nussbutter. Und wer sind all die Leute? Eichelnussbutter. Wir oh, die haben mir die Eichelnussbutter vom Rücken geleckt. Und jetzt wollen sie mehr davon. Weißt du, das Blöde ist nur, dass ich nicht genug für alle habe. Aber es ist das Einzige, was mein Junge noch essen will. Tja, ich glaube, dann muss ich wohl wieder hungrig ins Bett gehen. Ach, der arme Junge. Na schön, ich möchte ja niemanden enttäuschen. Dann lasse ich eben noch ein paar Eicheln wachsen. Wenn man alle Leute zufriedenstellen kann, gibt einem das so ein schönes, warmes Gefühl. Aha. Und weil die Nachfrage so hoch ist, habe ich was ausgetüftelt, um die Produktionskapazität zu erhöhen. Zuerst wirft SpongeBob die Eicheln auf das Förderband, dann werden sie durch das Rohr weitertransportiert und sofort zur Nussbutter verarbeitet. Sandy, der Lachsmane sagt, man soll die Natur nicht zwingen, uns mehr zu geben als das, was sie von selbst kann. Mach dir mal keine Gedanken um meinen Baum. Mach dir mal lieber Gedanken um all die Nussbutter-Fans hier. Wir wollen Eichelnussbutter! Wir wollen Eichelnussbutter! Wir brauchen noch viel mehr Eicheln, um sie alle satt zu kriegen. Oh-oh, Sandys Baum sieht nicht besonders gut aus. Ich glaube, lange hält er das nicht mehr durch. Na ja, wie sagt Sandy immer so schön? Dingsbums Wissenschaft, Dings da Technik. Und wollen wir wirklich der Wissenschaft widersprechen? Oh nein, es kommen keine Eicheln mehr. Warte mal, ich mach das schon. Oh, oh. Oh!
Okay, Sandy, verabreiche das Wachstumsserum. Ich weiß nicht so recht, Mr. Krabs. Ich kann nicht vorhersagen, was passiert. Hast du nicht gesagt, du müsstest es weiter testen? Teste es an der Krabulette. Naja, Sie haben ja nicht unrecht, aber nur einen Tropfen. Das klingt vernünftig. Das soll tatsächlich so riechen. Wenn ihr beide mich kurz entschuldigen würdet, ich muss mal ganz schnell für kleine Eichhörnchen. Halten Sie das, solange ich weg bin, dauert auch wirklich nicht lange. Ach so, nein, das macht uns gar nichts. Wer sagt's denn? Ja, aber Sandy hat doch... Sagen Sie, wie groß wird das Ding denn noch werden? Ist doch egal, solange es uns Krabulettenvorrat umsonst liefert. Nun macht sich ans Braten, Jung. Wir haben Kundschaft. Spongebob! Brätst du das Ding nun endlich oder willst du erst nur anstarren? Tut mir leid, Kollege, geht sofort los. Bestellung ist fertig. Na schön, nun mach weiter so. Jawohl, mach ich. Heiliger Neptun, fast hätte ich dich nicht gewendet. So, geht doch. Pass mal auf, schön, dass du so fleißig bist, aber du brauchst mir das Tablett nicht gleich an den... Warum redest du eigentlich nicht weiter? Mach Platz, sei ganz brav. Hätte ich ja nie gedacht, aber ich muss aus dieser Küche raus. Nein! Thaddäus, diese Riesenkrabulette läuft amok. Wir müssen flüchten, schnell. Bist du bei der Arbeit immer barfuß oder ist mir das nur noch nie aufgefallen? Streng genommen nur halb barfuß. Vorsicht, hinter dir! Verlass das Schiff! Haben wir nicht sowieso Pause? Rettet um euer Leben, sie kommt näher! Nein, tut sie nicht! Seht nur, etwas hat sie gestoppt! Hey, er hat recht! Pfui, du musst Frauchen versprechen, nicht so unvorsichtig zu sein. Neptun weiß, was sie sich antut, wenn du von diesem monströsen Modder verschluckt bist, der sich durch unsere Straßen wälzt. Okay, wir haben Sichtkontakt. Ich bring dich jetzt in Position. Viel Glück. Ja, danke, tschüss. Tja, Riesenkrabulette, jetzt müssen wir beide wohl klarkommen. Sag mal, was sollte ich noch mal machen? Einfach direkten Kontakt aufnehmen! Direkten Kontakt? Meinst du so etwa? Es funktioniert! Mach weiter so, SpongeBob! Du wirst das schon schaffen! Mein Körper ist voll mit Krabulette! Enormer Druck! So viel Hackfleisch habe ich noch niemals zuvor in mich aufgesogen! Eigentlich habe ich noch nie Hackfleisch in mich aufgesogen, wenn ich es mir recht überlege. Yeah. Na, Dufte, und was soll ich jetzt tun? Treten Sie näher, Herrschaften. Nur für kurze Zeit haben wir frisch ausgetretene Krabbenburger. SpongeBob, 2 Stück, durchgebraten. Verstanden, over. Unser exklusives Angebot. Solange der Vorrat reicht, greifen Sie zu. Bereit! Alles klar. Ja, ist die Kündchen noch.
Ja, hoppala. Hey, warum ist denn das Licht aus? Wir haben nur die Augen teleportiert. Oh, Fisch, versuch's nochmal. Wo ist dieser dämliche Schwachschwamm? Degradiert mich hier zum Burgerbrater. So ein Stinkjob. Im Wortsinn. Mr. Krabs, kommen Sie, da ist was in der Küche, das Sie sich ansehen sollten. Oh, weia. Nächster Versuch. Sehen Sie selbst. Verstehe. Also warst du, dass der vorher mein Büro verstunken hat, oder? Na gut, jetzt doch sorgfältig anschließen. Erledigt. Los, lass krachen. Sag mal, findet ihr, das steht mir oder ist es ein bisschen zu aufgedonnert? Stillgestanden. Ich soll still sein? Irgendetwas Unheimliches geht hier vor sich. Hi, Kollege. Mr. Krabs, in der Toilette sind ganz seltsame Geräusche. Diesmal ist nur sein Mund verschwunden. Was soll's, fass runter. Holst der Klabauter, Mann, Thaddeus. Was zum Hell ist los mit dir? Test Nummer 3. Ich fasse es nicht, dass ich all diesen Drecksfraß auch noch servieren muss. Was zum... Hä? Oh ja, danke. Na, sowas, keine Hände und Füße. Aber wir kommen der Sache schon näher. Augenschutz. Nehmen wir den Start gemeinsam vor. Na, aber sicher doch. 3, 2, 1. Feuer. Aua. Ich glaube, ich muss dringend aufs Klo. Bei Neptuns Dreizack, weißt du was? Ich würde den Brokkoli mal eine Zeit lang weglassen. Es hat geklappt. Diesmal haben wir seinen ganzen Körper transportiert. Ja, mein Plan geht auf. Leider habe ich jetzt keine Verwendung mehr für euch zwei Schatzi-Mausis. Mit Hilfe deiner Technologie werde ich mich jetzt direkt in die krosse Krabbe teleportieren. Und dann ist die Krabbenburger-Formel endlich mein. Ja. Oh nein, Plankton kann endlich triumphieren und wir haben ihm geholfen. Nein, eigentlich nicht. Laborpartner. Die Krabbenburger-Geheimformel. Aber wenn die jetzt hier ist, wo ist denn Plankton? Trottel! Ich hab sie rundgespielt wie auf einem 32-Bit-Synthesizer. So, wo ist jetzt diese Formel, hä? Was? Die Formel ist verschwunden? Nein! Hast du das auch gehört? Nein, hab ich nicht, aber irgendwas stinkt hier. Das war's. Alles okay? Riecht's hier nach Suppe? So, und jetzt? Der größte Gummibandball. Juhu! So, und jetzt? Die meisten gemolkenen Kobras. Sag Käse. Käse! Brave Schlangis. Und jetzt? Die meisten Walnüsse im Mund. Und jetzt? Mit den meisten Kettensägen jonglieren. Gut, mach das Foto.
Okay, sag mal, und wie hörst du auf? Was? Ich sagte, wie hörst du auf? Was? Wie hörst du auf? Ach, das ist einfach. Ich höre einfach auf. Und renn ganz schnell weg. Falsche Richtung. Also echt, was soll das? Nun nimm dich zusammen. Wir haben noch eine ganze Menge Rekorde vor uns. Oh ja, der hier wird dir ganz sicher gefallen. Ich weiß nicht, mir wird das ein bisschen zu gefährlich. Ach was, dafür brauchst du nicht meinen Helm. Komm mit nach draußen. Los, mir nach. Oh, na sowas. Verstaunst du, hä? Das ist das höchste Kartenhaus der Welt. Ist ja unglaublich. Stell dich davor, ich mache ein Foto. Ach was, das machen wir von ganz oben. Ja, was? Oh, hey, das ist ja solitär. Das Spiel finde ich toll. Jetzt hau ich einen Touchdown. Und jetzt? Ich glaube, ich riech Garys Schneckenklo. Das muss ich putzen. Sofort. Mach doch mal Pause. Ich halte das Buch für dich. Danke, bei Neptuns Scharnieren. Meine Räder bringen mich um. Hey, was stehst du hier faul rum? Zurück in Reih und Glied. Für den nächsten Rekord brauche ich jeden von euch. Die meisten Roboter an einem Tag bauen und zerstören. 656. 657. Ach, es ist einfach unmaschinenmenschlich. Oh nein, von wegen, wir stecken hier alle mit drin. Ja! 679 Rekord gebrochen. Okay, alles klar, ihr könnt abschalten. Oh je. Ist dir nicht gut? Ich hab ein Grummeln im Magen. Lass mich nachschauen. SpongeBob? Hallo, Sandy. Wie bist du da reingekommen? Ich will dich retten vor diesem Buch. Ich vernichte es besser, bevor noch jemand ums Leben kommt. Ich will dich nicht verlieren, Sandy. Ich will dich nicht verlieren. Jetzt sei mal bitte nicht albern. Mit dem Buch bin ich durch. Ich habe jeden Rekord darin gebrochen. Ich habe sogar den Autoren eingeladen, um das bestätigen zu lassen. Dankeschön. Aha. Na sowas. Naja, verstehe. Na gut, nun ja. Ich fürchte, Sie haben keinen einzigen Rekord aufgestellt. Dieses Buch ist 30 Jahre alt und die Rekorde darin sind schon lange gebrochen worden. Dennoch haben wenigstens Sie einen ganz neuen Rekord aufgestellt. Die meisten erlittenen Verletzungen im Zuge von Freundschaftsdiensten. Schön für dich, mein Lieber. Juhu. Sandy, wir sind wieder da. Habt ihr toll gemacht, Jungs. Wir sind voll das gute Team. Aber auf jeden, mein Freund. Also, Team, für das nächste Experiment müsst ihr alle Sandkörner in den Eimern zählen. Und mir dann sagen, ob es mehr schwarze oder mehr weiße Körner sind. Oder ob es von beiden gleich viele gibt. Also gut, Jungs. Ich muss ein paar Sachen erledigen, aber ich bin bald zurück. Ei, ei, Captain Sandy. Ach ja, und Patrick, du bist der Chef. Und das noch alle Systeme laufen. Gut, fangen wir an zu zählen. Zählen wir erst den weißen und dann den schwarzen Sand oder möchtest du deinen eigenen Eimer? Oder wir zählen die Hälfte von dem weißen und die Hälfte von dem schwarzen Sand und dann die andere Hälfte von dem weißen und die andere Hälfte von dem schwarzen Sand. Und wie hättest du's gern, Chef? Dingens, das Erste. Du bist der Chef. Ich bin der Chef. Ich bin der Chef. Drei. Ich bin der Chef. Ich bin der Chef. Ich bin der Chef. 47. 47. Was? Du warst wohl einen Moment lang ein bisschen zerstreut. Wir waren bei 47. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt so machen will. Alles klar, großer Meister. Und wie dann?
Wie wär's denn damit, dass du den weißen Sand zählst und ich zähl den schwarzen Sand? Ja, genau. 48, 49, 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh! Nun wollen wir die erste Variable ins Spiel bringen. Eine große Schüssel, eine kleine Schüssel mit genau 22,3 Gramm pro Eiskugel. Oh ja, komm, nichts wie los. Du bist der Chef. Eisecreme umsonst. Oh, bei allen Seesternen Eiscreme umsonst. Hier, bitte sehr. Ja, die sind für mich, guter Mann, danke. Ja, aber Patrick, ich bin der Chef. Eine Waffel, bitte. Ausverkauft. Oh, aua. Heiliger Hering, das gibt's doch nicht. Krieg ich jetzt auch mein Eis? Erst massierst du mir die Füße. Oh, muss das sein? Wer ist der Chef? Gut, dann mache ich das eben. Hey, mein Eis tropft gerade über deine Finger. Oh, das haben wir gleich. Patrick, du triffst erbärmliche Entscheidungen. Sei nicht so aufsässig. Ich bin der Chef und du musst tun, was ich sage. So, und jetzt zähl diesen Eimer mit weißem Sande. Na schön, das mache ich. 1.403.601, 1.403.602, 1.403.603. Fertig jetzt zu dem schwarzen Sand. Oh, das ist ja blöd jetzt. Du musst wohl noch mal von vorn anfangen. Ja! Und schmeckt dir dein Eis, Patrick? Oh ja, sehr. Wie wär's mit ein bisschen krokant darauf? Hey! Rindermulch, hatte ich mir das nicht vorgestellt. Du gehst erst, wenn ich dir erlaube! Sandy und Gary! Sandy und Gary! Wie ernst ist die Lage inzwischen? Wow. Die Sache läuft völlig aus dem Ruder. Das muss ein Ende haben. Schluss! Aha! Ich will mein Eis umsaugen! Ich... Mach die Tür auf! Das Experiment ist vorüber! Mach diese Tür auf! Du hast sie gehört! Mach diese Tür auf! Mach du sie doch auf! Nein, du machst sie auf! Nein, du machst sie auf! Oh, Herr Pavlovi! Sagen Sie ihm, er soll die Tür aufmachen! Ich bin's doch, Sandy! Das Experiment ist vorüber! Aber wir haben den Sand noch nicht fertig gezählt. Der Sand ist mir doch völlig egal! Ich wollte euer natürliches Verhalten beobachten, also habe ich überall im Haus Kameras und Mikros versteckt. Kameras? Wo sind wir, Patrick? Keine Ahnung. Ist aber echt eine finstere Gegend hier. SpongeBob, Patrick, könnt ihr mich hören? Das ist Sandy. Da ist sie drin. Ich rette dich, Sandy! Hör auf, du klitzekleiner Vollidiot! Sandy, wo bist du? Und wo sind wir? Dort, wo ihr eingedrungen seid. In mein Labor, in mein U-Boot und nicht zuletzt inzwischen auch in Thaddäus. Kein Wunder, dass mir diese Gegend so vergammelt vorkam. Das hab ich gehört. Gut, dann wollen wir euch da mal wieder rausholen. Ihr müsst dazu nur den U-Boot-Autopiloten einschalten. Der führt euch sicher durch euren Einsatz und dann zu eurem Ausscheidungspunkt. Er ist kaputt. Oh nein! Aufhören! Was soll das? Wollt ihr ihn umbringen? Das Ding ist ca. 17 Mal schwieriger zu steuern als ein Wohnmobil, wobei du auch bei letzterem bislang stets versagt hast. Also, geh die Sache einfach ganz entspannt an. Null Problemo. Ich bin ganz entspannt. Wie läuft's denn so? Was ist mit meinen Augäpfeln? Keine Angst, das geht vorüber. Bitte hier unterschreiben. Okay, was ist denn das? Ach, nur dein Autogramm, falls du mal berühmt wirst. Oh ja, natürlich. Ich hätte auch Autogrammfotos. Da! Was zum? Thaddäus! Ah, was passiert denn da? Gib das Patrick,
Du hast doch keine Ahnung. Hat den du hast doch noch nicht mal in der Pause. Sie stoßen an dein Zentralnervensystem. Oh, ach wirklich? Du hast deine Handlungen nicht unter Kontrolle. Hey! Oh, das tut mir aber leid. Ich habe meine Handlungen nicht unter Kontrolle. Sie kommen vom Kurs ab. Oh, nein. Oh. Ranzige Erdnuss, du bist außer Kontrolle. Ah. Wow, wo sind wir? Mayday, Mayday, wir sinken und Patrick will nicht aufhören zu schreien. Die Magensäurewerte sind deutlich zu hoch. In Reservetanks ist kaum noch was drin. Patrick! So fertig. SpongeBob, ihr müsst ganz schnell da raus. Es geht ein direkter Weg vom Magen zur Speiseröhre, wo das Mundstück sitzt. Ihr könntet eure Mission noch beenden, wenn ihr einen alternativen Treibstoff hättet. Ein natürliches Gas etwa. Ein natürliches Gas? Sowas vielleicht. Hör auf, in mir drin zu rülpsen, das ist ja ekelhaft. Hey, Moment mal, das hört sich gar nicht mal so dumm an, wenn man sich's überlegt. Was denn? Wenn du stark genug rülpsen würdest, könnten wir das CO2 durch unsere Ballasttanks filtern, die Maschine neu starten und uns durch die Druckwelle nach oben tragen lassen. Wow. Er hat recht. Was? Wir führen deinen Plan durch, Patrick. Ja! Welchen Plan denn? Und jetzt rülpst, Thaddäus. Es stehen Leben auf dem Spiel. Ich hätte nie gedacht, dass es so enden würde. Es funktioniert. Sie fahren Richtung Speiseröhre. Ja, pfui, Qualle, was hast du denn gegessen? Volltrottel. Oh. SpongeBob und Sandy, wir haben den Fremdkörper nun erreicht. Okay, musst du das Ding nur noch irgendwie entfernen. Alles klar, bin schon dabei. 2 Stunden später. Mit diesem blöden Misthammer geht ja überhaupt nichts voran. SpongeBob, tu das, wozu du geboren worden bist. Tanze! Hey, du hast völlig recht. Whirlpool Crisis! Gute Arbeit, Jungs. Mission erfolgreich beendet. So, jetzt müsst ihr nur noch... Ganz schnell aus meinem Körper raus. Na los! Groß! Nein! Der Strahlungsgürtel liegt direkt vor uns. Das führt vielleicht zu Mutationen. Verkriecht euch sofort unter euren Bleidecken. Mutationen? Ich muss mein wunderschönes Gesicht schützen. Okay, Pfadfinder, wir sind in Sicherheit. Mal sehen, wo wir jetzt sind. Krater. Riesiger Augapfel? Jetzt bin ich so verwirrt wie eine Ziege auf dem Kunstrasen. SpongeBob! Hey, da drin ist ja ein winziges Eichhörnchen. Wie bist du da reingekommen, kleines Fellknäuel? Ich liebe den Kerl, aber wenn sein Gehirn Dynamit wäre, dürfte er sich nicht die Nase schnauben. Aber ein riesiger Schritt für die Schwammheit. In Ordnung, Pfadfinder. Jeder hat eine Aufgabe. Perla, du misst die Schwerkraft des Mondes. Ja, ja, Schwester Mond. Tadina, du sammelst Mondgestein. Schon dabei, Frau Pfadfinder Magic. Schwerkraft! SpongeBob, du suchst nach intelligenten Lebensformen. Ei, ei. Du weißt,
wisst, was intelligente Lebensformen sind, oder? Oh, klar. Ich schneide sie auf und guck nach, ob sie ein Gehirn haben. Wenn du etwas findest, tröte einfach. Oh, ja. Und jetzt erforsche ich die Wirkung der Mondgravitation auf meine Nüsse. Hat jemand gesagt, Mann auf dem Mond? Hallo? Intelligentes Leben, wo bist du? Oder durchschnittlich Schlaues? Reicht doch, wenn du überhaupt denken kannst. Oh, intelligente Fußspuren. Ich habe es. Was denn, Weltraumbob? Intelligentes Leben. Da bin ich mir nicht so sicher. Wäre es intelligent, hätte es diesen Krabbenburger gegessen. Ach, apropos Essen. Du hast recht. Mittagessen. Holst du bitte den Lunch, den ich vorbereitet habe? Natürlich. Nenn mich einfach Lunchbob. Drück einfach den Knopf, auf dem Lunch steht. Also, wo ist das Mittagessen? Oh, da ist es. Bereite Start vor. Nein, ich will nicht starten. Nein. Sandy, hey Kleine, ich laufe gerade nach Hause. Ich habe meine Lesebrille vergessen. Entschuldigen Sie bitte die Verzögerung. Wir beginnen nun mit der Demonstration. Ich präsentiere Ihnen den Fotogenerator 2001. Fantastisch, automatisch. Er erhöht die Leistungskraft eines einzelnen Arbeiters um das 5, 6, 7, ja sogar um das 8-fache. Das ist schön für die Unternehmensführung. Es ist aber auch ein Segen für den Arbeiter selbst, der dadurch bessere Beurteilungen in seiner Personalakte bekommt. Ich habe mir erlaubt, einen Blick in deine Personalakte zu werfen. Ach, jedes Teleskop. Und ohne weitere Vorreden werde ich die Gerätschaft nun in Betrieb nehmen. Tut mir leid, erneut unterbrechen zu müssen, aber ich habe vergessen, meine Rabattmarken einzuschicken und bin gleich wieder da. Also gut, von mir aus können wir anfangen. Wo hast du denn deine Klamotten gelassen, Jung? Sardinen. Mich hat eine Dose wilder Sardinen angegriffen. So, und jetzt zu diesem Teleskop. Was wird das? Hör auf, das muss mit dem rechtsdrehenden Sechskant-Akkuschrauber erledigt werden. Wo ist denn der? Der ist noch in Patricks Felsen. Patricks Felsen? Wieso denn das? Halt, warte! Komm sofort wieder her, Jung! SpongeBob, wieso hast du auf einmal unsichtbare Kleider an? Nicht so wichtig, darf dein Geschenk ausleihen. Auf keinen Fall, ich leih dir mein Geburtstagsgeschenk nicht aus. Nicht mal ein Minütchen. Nein, nicht bevor mein Geburtstagskuchen geliefert wird. Okay, bin gleich zurück. Hey, halt, wo gehst du hin? Da. Moment, wo will mein kleiner Assistent nun schon wieder hin? Dein kleiner Assistent? Das ist mein Assistent, wenn überhaupt. Und ich möchte wissen, was hier eigentlich los ist. Ja, und was ich wissen möchte, ist auch, was das eigentlich für ein Geburtstagsgeschenk sein soll. Hey, das sollte der Junge doch zu mir nach Hause bringen. Sieht ganz so aus wie mein Akkuschrauber. Du hast uns einiges zu erklären, mein Lieber. Ja, hast du dir etwa in den Kopf gesetzt, mich vor allem meinen Kollegen lächerlich zu machen? Ich würde euch gerne was sagen. Ich weiß, dass alle heute Abend sehr wichtige Dinge vorhatten. Mr. Krabs mit seinem neuen Teleskop.
Patrick mit seinem Geburtstag, Sandy mit ihrer großen Präsentation. Ich konnte zu keinem von euch Nein sagen. Oh, du hast dir zu viel aufgeladen. Ja, das hättest du uns sagen sollen. Uns wäre schon irgendwas eingefallen. Ihr habt recht. Es war aber auch völlig albern, mir einzubilden, ich könnte an drei Orten auf einmal sein. Da muss ich dir aber widersprechen. Natürlich kannst du das. Stell dich doch einfach mal in den Protogenerator 2001. Zunächst schließt sich die Protokammer. Und anschließend... Wie Sie sehen, habe ich gerade zwei Klone meines Testobjekts erzeugt, die es ihm ermöglichen, alle seine abendlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Ja! Hast du das gehört, SpongeBob? Jetzt kannst du an drei Orten auf einmal sein.